Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Diest. Sie Was? Ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also... Onkel Tommy? Hallo? Ja, und damit herzlich willkommen... Was ist denn da los? ...zu meinem neuen Projekt namens The Last of Us. War sehr gespannt auf dieses Spiel. Es hat bis jetzt ganz gute Kritiken bekommen. Und naja, mal sehen, wie weit wir es bringen werden. Wir spielen Sarah, die Tochter von Joel. Das ist der Mann, der da auch eben im Intro-Video gesehen war. Und ja, dann mal schauen. Tommy, der Onkel, hat gerade angerufen und wollte irgendwas von ihm. Mal sehen, was. Auf jeden Fall suchen wir uns jetzt mal den Vater. Wenn das ja so dringend ist, was der Tommy da will. Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Congratulations. Ja, der Papa hatte Geburtstag, wie man... gerade wohl unschwer gesehen hat. Ja, und Sarah hat wohl vergessen, die Karte abzugeben. Lieber Papa, also schön, du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es, jedes Jahr aufs Neue der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Hab dich lieb, Sarah. Ja. Dann nimm ihn doch mit, wenn du ihm deinen Papa zeigen willst. Geiler Fernseher übrigens, mit Videorekorder. Okay. Spielt wohl eine gewisse Zeit in der Vergangenheit. Ja, ja. Dad? Dad? Ist er da? Da ist er nicht. Das Fenster auf? Ist und das Fenster, nee, ist geschlossen, sah jetzt uns aus. So, ist er hier? Auf Toilette? In der Dusche? Hübsche Handtücher. Auf Toilette? In der Zeitung? Steht er in der Zeitung?
Hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Anstieg von 300% aufgrund von mysteriöser Infektion. Oha. Die behördliche Lebensmittelüberwachung vergrößert die Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktionen erwartet. Polizei. Verwirrte Frau tötet ihren Mann und drei weitere Personen. Oh mein Gott. Was diese Frau wohl nur wollte. Naja, vielleicht wartete sie noch auf Kindergeld. Man weiß es nicht. Dad! Daddy? Na, Daddy, wo bist denn du? Da kommt Licht raus. Was liegt hier? Okay. Irgendwelche Gebäudezeichnungen oder so. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was war das? L3. Oh Gott. Oh. Dad? Eine Explosion. Ganz in der Nähe. Was war das? Wovon hat die Nachrichtenfrau da erzählt? Was machen Soldaten da? Und mich interessiert gerade viel mehr, wo ist der Dad? Dad! Ist er unten? Was ist bloß los? Eigentlich müsste er das doch hören. Polizei fährt vorbei. Dein Freund und Helfer. Wieso helfen sie mir nicht, meinen Dad zu finden? Dad, wo bist du? Ein Hund bellt. Sein Telefon. Ein Telefon vibriert. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Tommy. Onkel Tommy. Dann ruf doch zurück. Also ist Daddy wohl auch nicht hier. Was haben wir da? Ich komme heute spät nach Hause. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh. Papa. Wo ist er? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Warum lässt er sein kleines Mädchen nachts alleine zu Hause, wo draußen so viele schlimme Dinge passieren? Was war das? Wieso erschreckt sie sich? Da ist er. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Was stimmt nicht mit ihnen? Die Coopers? Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh. Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Alles wird gut. Jimmy, halt so. Ich warne dich! Nein! Okay. Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los! Okay. Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Scheiße. Nein, da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey, Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Noch ganz gut. Ganz gut. Ja. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy, kein Radio.
anderen auf. Kein Zugang zu Travis Cousin. Und so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Polizei. Viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Ja, erzähl noch mehr. Ich bin noch ein Kind. Oh Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hier. Chemie nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Der Nachbar. Erzähl, was Sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Ja, das hätten wir. Das Krankenhaus. Das ist das Krankenhaus. Ein Stau. Einfach umdrehen. Hey, was zum Teufel los jetzt? Tommy, Scheiße! Hilfe! Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Dreh hier! Nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Oh nein! Wir können hier nicht anhalten, Tommy! Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Jetzt haben wir sie auch! Da! Festhalten! Fahr! Hinter uns ist doch gar keiner. Aber nicht in das Auto rein. Quadrat. Schon.
tot! Verdammt. Wir sind fast da. Er wollte uns angreifen. Komm schon! Tod! Komm ja schon. Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Zum Highway. Oben ist der Highway. Zur Brücke des Highways. Wir sind fast da. Zu den Lichtern. Oh, wir werden verfolgt. Wir werden verfolgt. Schneller. Hilfe. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Oh, oh. Ja, glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Lass uns doch. Scheiße! Was für ein Spinner. Drecksoldat. Tommy. Oh nein. Sarah! Nein. Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Nein. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Oh Gott, bitte nicht. The Last of Us. Was für ein Anfang.